Moinsen, Tag auch und herzlich willkommen bei Whisky Gold. Ja, heute hier bei mir auf dem Tisch eine Neuerscheinung aus dem Hause Leddy, und zwar der neue Octomoor mit 10 Jahren. Ja, der dritte im Bunde in der Serie der 10-Jährigen, und ich kann mich entsinnen, dass der letzte 10-Jährige mir sehr, sehr gut zugesagt hat. Für mich einer der besten Octomoors, die ich hatte. Ich bin ja beim Octomoor immer so ein bisschen zwiegespalten. Einige sind mir einfach noch zu wild, zu jung, einige durch diese, ja, untypischen Fassreifungen, diese Experimente, die die machen, fallen die tatsächlich sehr, sehr interessant und lecker aus. Und auch dieser hier hat eine untypische Fassreifung, eine komplexe Reifung und seine 10 Jahre, wo ich mich natürlich sehr freue. Ja, Insel Eiler, Fassstärke, stark getorft, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, nicht ganz günstig, 160, 170 Euro. Und ja, abgefüllt mit 56,8 Volumenprozenten. Klassische schwarze Flasche. Manchmal sind ja auch so durchsichtig oder weißen Tuben, aber sonst vom Design immer gleich bleiben. Sehr futuristisch, finde ich. Kann man mögen, kann man hassen, wie auch immer. Ich finde sie relativ, ja, interessant mittlerweile. Dies ist eine limitierte Abfüllung von 12.000 Flaschen. Das schreiben die hier nochmal drauf. Ja, Rauchgehalt 167 ppm, was auch relativ standardmäßig ist. Meistens kommen die wohl mit 167, einige waren dann über 200. Wobei unser Geruchssinn, ich schlag mich tot, wann das anfängt, wann es aufhört, aber in der Regel irgendwann geht einfach nicht mehr. Ja, da kommen die Geruchsrezeptoren einfach nicht mehr weiter. Und ob der jetzt 10.000 ppm hat oder 200 ppm hat, wird man, glaube ich, nicht mehr wirklich unterscheiden können, ja. Ja, was steht hier noch? 2,8, 2,10 habe ich gesagt, 10 Jährchen habe ich gesagt. Genau, vorab schöne Grüße an den Kollegen vom Whisky-Tagebuch für das Sample hier. Ich freue mich sehr, ich muss mich auch irgendwann revanchieren. Und ja, Octomoor ist ja nichts für leichte Gemüter, und wer Rauch mag, Rauch hasst, der ist hier komplett falsch bei Octomoors. Und ich werde ihn heute auch unverdünnt trinken mit seinen 56,8 Volumenprozenten, da Octomoor muss einfach dreckig sein. Der muss dreckig sein, und da wollen wir nicht lange rumhantieren. Ja, 100% schottische Gerste wird hier benutzt. Und die Fassauswahl. Also, 37% des Whiskys reiften First Fill Port Pipes, 31% reiften First Fill Ex-Cognac Fässern, dann 20% in Refill Ex-Bourbon Fässer, amerikanische Eiche, und 12% des Whiskys, und jetzt aufpassen, ist ein Mix aus First Fill Ex-Bourbon Fässern, dort lag der Whisky 3 Jahre, dann Virgin Oak Fässer, dort lag er 2 Jahre, und aus Refill Ex-Bourbon Fässern, dort lag er nochmal 6 Jahre. Und das Ganze halt macht ein Gesamtpensum von 12%. Ja, mehr konnte ich dazu auch nicht finden, aber ich denke, das sollte es reichen. Und jetzt werden wir uns mal den guten Herrn vornehmen. Ja. Gelb-Gold. Gar nicht mehr so hell. Also zumindest jetzt nicht wie ein Artback 10 oder wie auch immer. Ein bisschen dunkler fällt er aus. Ja, stinken tut er auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. Jetzt steht hier nochmal ein Name drauf. Ich habe gar nicht vorher geguckt. Dialoios, irgendeinen Namen hat er noch bekommen. Octomoor Dialoios, wie auch immer. Ja, 12.000 Fläschchen, aber bei einem Preis von 160, 170 Euro dürften die eine Zeit lang durchhalten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, rennt nicht los. Bleibt cool, bleibt geschmeidig. Da brauchen wir uns irgendwie... Ah, die Outlier heißt das wohl. Schreibt er hier nochmal drauf. Gott. Mhm.
Ja, eine schöne Vanillennote neben dem Rauch. Dunkle Früchte. Ja, so eine schöne, aschige Note Zigarrenasche. Eine Süße kommt natürlich mit daher, diese Vanillesüße, Vanillezucker. Und ja, das Schöne ist bei diesen Octomos manchmal, wie jetzt langsam sich die Nase an den Rauch gewöhnt und jetzt die Aromen nach vorne schieben. Ja? Also man hat jetzt auch sowas in Richtung wie Pudding könnte das sein, Vanillepudding. Ja, eher so Zigarrenasche, Zigarrenrauch. Gar nicht so dieses verbrannte Lagerfeuerzeugs. So, jetzt die Beeren ist ein bisschen schwierig zu finden, aber es ist so ein dunkler Fruchtkompott. Ja, ist das so eine Brombeere vielleicht? Boah, schwierig. 56,8, aber ich finde, man kann ihn sehr schön so verriechen. Also, man darf jetzt nicht zu stark ziehen. Wäre natürlich interessant, ob er mit Wasser noch ein bisschen aufmacht, aber nein, ich würde es heute dreckig. Das muss krachen jetzt im Mund. Gut. Geht runter. Mit Speichelfluss. Oh, ist der ölig im Glas. Zieht sich aber auch ölig im Mund. Kräftiger Antritt. Asche. Süße. Vanille. Brauner Zucker. Kraftvoll. Wärmend. Lebendig. Ja, jetzt kommt dieses Ledrige durch. Boah. Tabak. Frischer Tabak. Wenn man so den selbstgedrehten und der so ein bisschen nicht diesen furztrockenen Tabak, sondern diese etwas feuchteren, intensiven, süßen Tabak hat, wenn die noch so richtig schön frisch sind. Langer Abgang. Jetzt zum Schluss bleibt lange die Eiche. Holz. Und ist auch so ein bisschen stärker werden, finde ich, zum Schluss. Jetzt. In der Nase hat man diese dunkle Frucht, was vielleicht so ein bisschen in diese Brombeerenrichtung geht vielleicht. Das ist jetzt schwer für mich auf der Zunge, das wiederzufinden. Da bleibt es eher so bei braunem Zucker. Vanille, Holztönen, ja, die Portfässer, wo sind sie auf der Zunge? Gewöhnt sich die Zunge an ihn. Mm. Das ist schon ein Miststück, das Ding. Puh. Oh. Oh. Stinke ich bis morgen danach. Oh, ist der. Oh, jetzt kommt diese Würze daher. Ja, aber man hat tatsächlich so eine tiefe Süße, diese braune Zuckersüße. Das ist für mich so ausschlaggebend für das Cognac-Fass. Vielleicht auch so eine Kakaosüße auch noch.
So in diese Richtung könnte es gehen. Boah, Speichelfluss anregen, so schön. Er braucht nicht unbedingt Wasser, der ist nicht wirklich irgendwie scharf oder unangenehm. Geht wunderbar runter. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Whisky jetzt nochmal eine zweite Chance braucht, um ein paar Aromen nochmal rauszukitzeln. Da ist noch ein bisschen mehr. Also diese Portweinfässer, Portpipes und die Cognacfässer, dafür steckt sich noch ein bisschen. Das ist diese dunkle Frucht, die ich in der Nase habe. Das vermisse ich jetzt gerade so ein bisschen auf der Zunge. Aber irgendwas steckt da. Irgendwas steckt da noch ein bisschen hinter. Zeit, Ruhe, zweite Chance braucht er noch. Wenn wir nochmal irgendwann zu Gemüte führen, in Ruhe. Aber gut, für den Ersteindruck reicht das. Irgendwas ist da. Verdammt interessant. Individuell, speziell, komplex. Und er hat eine wirklich schöne, enorme Tiefe und ist sehr interessant, auch wenn tatsächlich sehr, sehr teuer. 10-jährigen Whisky, 160, 170 Euro, ist viel Geld, ist viel Asche. Aber er kann was. Er kann was. Ja, hier muss ich nochmal probieren. Ich lasse das jetzt einfach so stehen. Ein Whisky, der ein bisschen beschäftigt werden will. Da ist noch ein bisschen was. Interessante Nase. Ja, mit der beste Octomore, den ich so probiert habe. Was ich auch schon irgendwie vermutet habe, so aus dieser Fasszusammensetzung und mit seinen 10 Jahren. Gefällt mir gut bislang. Ich hoffe, er wird mir noch besser gefallen. Ich werde das Sample nochmal vernichten, die Tage. Ja, interessantes Teil. Wirklich. Gut. Ich muss zum Schluss kommen, sonst wird das alles wieder zu lang. Kokos, Tabak, Eiche. Sowas bleibt zum Schluss im Mund. So, schöne Grüße ans Whisky-Tagebuch. Ich hoffe, du siehst das Video auch mal. Vielen Dank dafür. Ich freue mich sehr, dass du mir das Sample zugeschickt hast. Ja. Wie steht ihr zu Octomore? Schreibt es mir unten rein. Vielleicht hattet ihr ja diesen auch hier auch schon. Und wenn nicht, dann probiert ihn mal. Wenn ihr Raucher mögt, wenn ihr Lady mögt, wenn ihr Eiler mögt, wenn ihr Octomore mögt, probiert ihn. Der kann was. Der ist gut. Ist wieder mal ein richtig guter Octomore. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.